Free-to-Play vs. Pay-to-Win-Spieler in Clash Royale. Deckwahl. Wir versuchen uns jetzt ein möglichst gutes neues Deck zu bauen. Das Problem ist, wir haben nicht die besten Level. Das heißt, wir sind Free-to-Play und müssen natürlich schauen, dass wir hier das meiste aus unseren Karten rausholen. Wir können nicht alles leveln, weil wir eben nicht so viel Auswahl haben, nicht alle Karten gleichmäßig hochleveln können, sondern müssen eben ein Deck anfragen und tauschen. So, sortieren wir jetzt hier die Karten deswegen nach Level und wir sehen, wir gehen jetzt hier eben vor allem auf ein Babydrache-Friedhof-Deck und müssen eben jetzt schauen, wie die Karten am besten zusammenpassen. Wir können auch den Tesla reinpacken und haben auch die Valkyrie hochgelevelt. Dann können wir die Pfeile gut rein und das Ding ist bei den Pfeilen, dass wir die auch nicht so hoch leveln müssen, weil der Schaden trotzdem die meisten Spam-Truppen killt. Auch der Frost ist sehr gut, weil auch dort eben der Schaden ziemlich egal ist. Dann haben wir noch den Inferno-Drachen, der kann unseren Levelunterschied richtig gut ausgleichen. Und jetzt könnten wir den Mega-Ritter reinpacken, aber der macht unseren Cycle ziemlich langsam. Ich würde eher versuchen, diese ganzen anderen Decks zu outcyclen. Deshalb packen wir noch die Skelette rein. Jetzt haben wir ein gutes Cycle-Deck, das wir jetzt anfragen können und leveln können. Wir brauchen ein neues Deck für Ladder. Die Frage ist, welche Karten packen wir rein? Ich hätte gesagt, wir sortieren einfach nach Level und schauen, welche Karten am meisten Sinn machen. So, Mega-Ritter Level 14, das ist eigentlich das Beste. Dann die Hexe, die haben wir auch Level 14. Dann, welchen Next Champion packen wir rein? Einfach die Queen, weil die ist total OP auf Level 14. Dann den Klon, der ist auch gut, dann können wir alles noch klonen. E-Giant Level 14, der muss auch einfach rein. Wutzauber. Mit dem Wutzauber können wir nochmal alles einfach draufklatschen. Dann die Elite-Barbaren. Die sind zwar nur Level 13, aber Sekunde, stimmt, wir können die eigentlich eh upgraden. Dann haben wir die direkt Level 14, würde ich sagen. Nehmen wir einen, ja komm, egal, komm, machen wir einfach jetzt hier hoch. Zack. 100.000 Gold. Ist ja eh egal. Können wir eigentlich direkt auf Level 14 packen. Die sind eh total OP. Und natürlich noch den Spiegel rein. Da können wir nochmal alles doppelt spielen. Das Deck ist mega OP. Das wird klappen. Spielweise. So, auf geht's. Wir müssen jetzt hier mit Hawk's Cycle uns beweisen. Die Sache ist, wir sind nicht so gut gelevelt. Wir haben so Level 8 bis 9 Karten. Die meisten Gegner haben Level 11 bis 12 Karten. Mal schauen. Okay, unser Schweinreiter ist nur Level 7. Das kann ein großer Nachteil werden. Wir müssen immer wieder reingehen und Druck machen. So, wir können jetzt hier direkt ganz schnell cyclen und direkt zurück zum nächsten Hawk gehen. Oh nein, Mega-Ritter Level 10. Aber wir kriegen schon mal den ersten Schaden raus. 3 Hits zum Hawk. Und jetzt können wir einfach Skelette bringen. Alter, und seht euch diese Verteidigung an. Let's go. Und jetzt haben wir seinen Mega-Ritter outcycled und können direkt wieder reingehen. So, sein Mega-Ritter ist raus. Wir können jetzt direkt reingehen und ihn dafür jetzt bestrafen. So, und jetzt wird gekitet. Hier ist Eisgeist hin. Hier die Skelette. Und jetzt hier der Tester direkt hier hin, würde ich sagen. Auf geht's. Und wir sind voll dran. So, Mega-Ritter outcycled. Wir sind wieder dran. Und damit gewinnen wir hier das Spiel. Völlig unterlevelt mit Level 7 Hawk. So, zack. Level 13 Hexer einfach rein. Ich würde sagen, wir machen mal gar nichts. Jetzt einfach Dark Prince. Alles, ja, ja, das sieht gut aus. Einfach rein spammen. Und da ist ein Magier, ist mir egal. Einfach ein Wutzauber drauf. Ja. Hä, das war saugut gespielt. Oh mein Gott. Der hat ja gar keine Chance. Alter, wie gut bin ich, bitte. Jetzt machen wir noch eine Skami einfach rein. Seht euch das an. Ha, kann ich eigentlich noch ein paar Emotes direkt schicken. 3-Kronen-Sieg, wie schlecht war der denn bitte? Challenges. Wir haben eine neue Challenge in Clash Royale und zwar die Bogenschützenkönigin-Challenge. Richtig geil, das heißt, wir können wieder einiges abräumen. Oh mein Gott, wir können Gold oder ein Buch gewinnen und noch so einen Emote wieder. Das ist richtig geil, würde ich sagen. Auf geht's. Wir müssen uns jetzt erstmal das beste Deck bauen. Auf geht's. Wir haben jetzt hier das Deck von Platz 1 der Welt. Damit sollten wir relativ gut rasieren können. Und das Geile ist, wir haben alle Karten hier freigeschaltet und vor allem auf dem gleichen Level. Das heißt, wir haben gar keine Level-Nachteile mehr. Let's go. War gar kein Problem. Und wir haben alles gewonnen. Das Buch und natürlich auch den Emote. Damit sind wir richtig gut vorangekommen. Oha, wir haben eine neue Challenge in Clash Royale. Bogenschützenkönigin Challenge. Da bin ich richtig gut. Ich habe auch schon alle Champions Level 14. Mal schauen. Schau mal, ist ja alles Level 11 jetzt. Was ist das denn? Oh, was? Alle haben die gleichen Level? Das ist jetzt mega unfair. Ich habe doch jetzt umsonst reingepayt. Egal, machen einfach random Deck, auf geht's. Junge, der hat den größten Hardcounter, was soll ich machen? Was soll ich machen? Hallo? Ey, die Queen ist total overpowered. Ich kann gegen die Queen nichts machen. Der kontert mich. Ja, nee, das ist lächerlich. Das ist echt lächerlich. Aber zum Glück haben wir den Pass Royale, also können wir die Challenge eh nicht verlieren, können jedes Mal neu teilnehmen. Update-Reaktion. Neues Clash Royale Update. Ich bin mega gespannt, was heute angekündigt wird. Es soll richtig krass werden. Oh mein Gott, wir kriegen einfach Champions ins Spiel. Das sieht mega cool aus. Alter, ich bekomme richtig viele Truhen mit dem... Oh, mit dem Pfad. Geil. Wir bekommen Level 14. Das ist jetzt nicht ernst gemeint. Ich bin doch schon total unterlevelt. Was soll ich denn jetzt noch machen? Ey, die Champions, die sehen so OP aus. Man kann die nur mit Level 14 freischalten. Ey, also seht euch das an. Seht euch das an. Was soll ich denn jetzt noch machen? Ich sehe jetzt schon die Level 14 Champions auf mich zulaufen. Oh, aber wenigstens haben wir jetzt Turnierstandard und alle Karten für alle. Und ich kann auch die Champions in Challenges und Turnieren spielen. Glück gehabt. Neues Clash Royale Update. Es gibt einfach Champions, neue Seltenheit. Das gibt es nicht. Wir bekommen auch noch Level 14. Das kann nicht sein. Wie gut kann dieses Update werden? Ey, die neuen Champions sehen so gut aus. Ich sehe mich jetzt schon mit dem Level 14 goldenen Ritter so reingrinden. Alter, ich will direkt alle drei Champions in einem Deck. Das geht nur ein Champion in einem Deck? Och, das ist ja richtig kacke. Ich will doch alle drei auf Level 14 in einem Deck spielen. Das ist doch mega unfair jetzt. Und Turnierstandard für alle und alle Karten für alle? Nein. Das ist nicht gut.
Also die Champions und Level 14, das ist in Ordnung. Aber dass man nicht alle drei in ein Deck packen kann, ist echt richtig unfair. Neue Saison. So, wir haben eine neue Season in Clash Royale. Und zwar sollten wir jetzt auch mal wieder, ja, einen neuen Pass am Start haben. Zuerst haben wir jetzt ein riesiges Opening, weil wir jetzt den kompletten Trophäenpfad abholen können. Wie geil ist das denn? Dann haben wir jetzt hier eine Blitztruhe. Übel geil. Boah, wir können so viel rausholen hier aus der neuen Season. Genial, Alter. Und noch eine epische Truhe sogar. Joker, Gold. Und noch ein Emote neun. So, dann haben wir auch den neuen Pass Royale. Mal schauen, was so drin ist. Wir haben jetzt hier erstmal Gold. Wir kriegen auf Stufe 5 ein paar epische Joker. Dann kriegen wir, was kriegen wir für ein Buch? Oh, wir kriegen sogar eine Joker-Truhe. Free-to-play auf Stufe 30. Alter, wir werden so reingrinden. Und ein seltenes Buch der Karten. Schade. Den Pass können wir jetzt nicht kaufen, aber wir können trotzdem einiges rausholen. Let's go, easy. Wir haben direkt Level 14 erreicht. Perfekt. So, neue Season in Clash Royale. Ich würde sagen, wir haben den neuen Pass. Den kaufen wir uns direkt. Und, Alter, wir haben übel die geilen Sachen da drin. So, erstmal Creator-Code eintragen. Jo Jonas, um zu supporten. Und let's go. So, da haben wir den Pass. Aber wir kriegen die ganzen Sachen ja noch gar nicht. Das ist ja übel low jetzt. Das machen wir. Also ich will den Turm-Skin und den Emote eigentlich schon haben. Wir jammen einfach auf, let's go, zack. Nicht genug Gems, was ist das denn? So, 14.000 Gems. Schon mal für die neue Season kann man sich gönnen, denke ich. Und dann jammen wir jetzt einfach direkt hier mal die ganzen Stufen auf. Weil wer will den Pass schon durchspielen? Ich will einfach nur die Belohnung davon abholen. So, zack, Stufe 10. Jetzt haben wir schon mal einen neuen Turm-Skin. Es hat aber echt lang gedauert, als durchzuklicken, Alter. Das ist schon anstrengend, ey. Das sollte man schon einfacher machen. So, zack. Und jetzt können wir uns einfach alles abholen. Emotes-Sammlung. Emotes habe ich nicht allzu viele. Die meisten Emotes, die ich habe, sind eigentlich aus den Challenges oder eben aus dem Trophäenpfad. Es gab immerhin einige Challenges oder auch einige, ja, Emotes, die man auch gratis bekommen hat. Den coolsten Emote, den ich habe, ist der hier. Den habe ich bekommen, weil ich die 20-Sieges-Challenge gewonnen habe. Das war echt nicht so leicht. Und ich finde, ich habe eigentlich echt eine ganz gute Sammlung. 30 Stück. Eigentlich war jeder Emote eben kostenlos, logischerweise, weil ich mir eben keine kaufen kann. Aber man konnte eben echt eine ganze Menge in den Challenges abräumen. Emotes. Emotes habe ich eigentlich fast alle. Ich habe ein paar nicht gekauft, weil ich darauf keinen Bock hatte, aber wir sehen hier meine Sammlung. Ne? Ich habe so um die 100 Stück. Ich habe mir eigentlich so jeden gekauft, auf den ich gerade Bock hatte. Hat mich ein paar hundert Euro gekostet, aber ich finde, das sind die auch echt wert. Die sehen halt auch echt geil aus, muss man wirklich sagen. Ne? Also schaut euch das an hier, wenn ich da drauf drücke. Das ist einfach nice. Und ich will noch festhalten, ich habe jeden einzelnen Turm-Skin. Das ist halt richtig geil. Also ich finde, wer sich den nicht kauft, der ist halt einfach los. Chest-Opening. So, wir können heute mal ein kleines Opening machen. Ich habe mir ein paar Truhen angespart. Wir haben hier so ein paar Stufen im Pass vor allem. Mal schauen, was wir so bekommen werden. Ja, geht's. Ja, ist in Ordnung, sind ein paar Karten, die wir gebrauchen können. Und hier im Trophäenfall habe ich schon sehr lange Truhen gespart. So, wir haben jetzt erstmal Gold und haben jetzt mal richtig geil einfach eine Magietruhe. Lass! Wir kriegen einfach einen legendären Joker, das kann nicht wahr sein. Wie viel Glück müssen wir haben? Das ist so gut, das ist so gut. Den können wir direkt einsetzen für unseren Friedhof, den brauchen wir so dringend. Mini-Packer und Golem. Und noch eine Blitztruhe haben wir oben drauf. Jetzt gut ausnutzen. Boah, Sepp brauche ich nicht. Nee. Goblin Gang, so gut. Und jetzt obendrauf haben wir noch eine epische Truhe. Das ist ein unfassbar großes Opening. Blitz. Und jetzt müssen wir hoffen. Bitte richtig gute Epics. Bitte Golem. Oder so. Oder vielleicht eine Hexe. Nein, Ballon. Mist. Egal, wir haben einen legendären Joker mitgenommen und haben echt ein gutes Opening gehabt. Alter, was sind das denn für geile Angebote? Wir haben neue Truhen. Die kosten nur 50 Euro. Die kaufen wir uns alle. So, let's go. Direkt die erste Truhe. Ich bin so gespannt. Ich kann eigentlich auch schon direkt die Champions ziehen. Wir sind natürlich Level 14. Und ich will auch sagen, den ersten Champion maxen wir schon. So, legendärer Joker ist egal. Wehe, ich krieg jetzt nicht den richtigen Champion. Bitte. Nein, was ist das denn? Wer braucht denn den Champion? Ich schwöre, wenn wir jetzt wieder so viel Pech haben, ich bin raus für heute. Yes, let's go. So, das Ding ist, wir öffnen eh so viele Truhen, wir maxen die eh. So, nochmal Hexenmutter oben drauf und jetzt brauchen wir noch ein einziges Mal die Queen. Wir können mit den legendären Königsthron eigentlich immer auswählen, ist eh easy. Jawoll, zack, da haben wir die Queen und jetzt haben wir natürlich entspannt noch ein Universalbuch. So, dann nutzen wir ganz entspannt unser Universalbuch und kriegen 20 Mal die Queen. Und zack, Level 14, easy. Ich freue mich jetzt schon auf Ladder, wird geil werden mit Level 14. So viel zu Free-to-Play, wo es ist Pay-to-Win in Clash Royale. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch in Zukunft nichts zu Clash Royale verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr eher Free-to-Play oder Pay-to-Win seid. Also ich bin beides, würde ich sagen. Auf meinem Main-Account Pay-to-Win, aber auch ein Free-to-Play-Account. Ja, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.